Wie verändert sich die Rate an die Bank, nachdem die Zinsbindung abläuft? Vielen Dank, Britta, für die Frage. Herzlich willkommen zu einer kurzen Immocation Live Session. Hi, auch von meiner Seite. Ja, die schnelle Antwort auf die Frage ist, die Rate verändert sich hoffentlich nach unten. Sie kann sich aber auch nach oben verändern. Was ihr dagegen tun könnt, gibt es ein paar Tipps gleich von Stefan. Von mir erst nochmal die grundsätzliche Einleitung, warum sich die Rate überhaupt verändert. Also erstmal ja vereinbart mit der Bank bei einem Immobiliendarlehen eine Laufzeit, sagen wir 10 oder 15 Jahre. In der Zeit ist die Bank an die Konditionen gebunden. Das heißt, sagen wir, wollen 100.000 Euro finanzieren, ihr vereinbart 2% Zinsen, 2% Tilgung, dann gelten die für die gesamte Laufzeit von eben, wie wir im Immocation-Konzept empfehlen, von 15 Jahren, wenn ihr das vereinbart. Und in der Zeit bezahlt ihr immer die gleichen Zinsen und zahlt quasi, weil der Tilgungsanteil immer ein Stück höher wird, euren Kredit dann ab. In dem Fall hättet ihr nach 15 Jahren schon knapp 40.000 Euro von den 100.000 Euro zurückbezahlt. Genau, habt ihr noch 62.000 Euro Schulden nach der Zeit. So, und dann läuft eben diese Bindung aus und dann ist quasi neues Spiel, neues Glück. Dann müsst ihr für die 62.000 Euro Schulden, die ihr noch habt, eine entweder neue oder dieselbe Bank finden, die euch wieder diese Finanzierung anbietet. Wenn die Bank das zu genau gleichen Konditionen tut, also wieder mit 2% Zinsen und 2% Tilgung, dann habt ihr logischerweise eine deutlich niedrigere Rate, weil ihr ja nur noch 62.000 Euro, nicht mehr 100.000 Euro finanzieren müsst. Wenn aber beispielsweise die Zinsen statt 2% 4% sind, dann seid ihr schon in der Nähe der Rate, die ihr vorher hattet, sind die Zinsen noch höher zu dem Zeitpunkt, weil einfach die Bauzinsen gestiegen sind, die Zinsen am Markt gestiegen sind und die Bank euch nur noch mehr als 4% Zinsen anbietet, dann kann eure Rate eben sogar höher werden als das, was ihr ursprünglich mal hattet und irgendwann möglicherweise sogar dazu führen, dass die Miete eben nicht mehr ausreicht, um die Rate zu bezahlen und ihr dann Geld drauflegen müsst jeden Monat. Ja, damit das nicht passiert, gibt es ein paar Tipps und die hat der Stefan jetzt. Danke, Marco. Also die Zinsen bei der Anschlussfinanzierung könnt ihr nur bedingt beeinflussen. Das ist mehr oder weniger das Marktniveau, was Marco gerade beschrieben hat. Was also entscheidend ist, ist die Restschuld, die ihr zu dem Zeitpunkt noch habt. Was deshalb wichtig ist, ist, dass ihr den richtigen Grundstein legt für diesen Zeitpunkt, ganz am Anfang eurer Investition. Wenn ihr die Wohnung kauft, dann achtet darauf, eine ausreichend lange Zinsbindung zu vereinbaren. Wir empfehlen im Immocation-Konzept idealerweise 15 Jahre. Und eine Tilgung von mindestens 2%. Dadurch ist nämlich sichergestellt, dass sie zumindest mal bei den 62.000 Euro landet, die Marco gerade genannt hat, und nicht darüber. Je niedriger diese Restschuld am Ende ist, desto niedriger die Ausgangsbasis für eure neue Rate. Wenn eure Zinsen im Laufe des Darlehens deutlich ansteigen, dann könnt ihr überlegen, gegen Ende des Darlehens eine Sondertilgung vorzunehmen. Das wird in den meisten Darlehensverträgen, die euch vorgelegt werden, sowieso schon vorgeschlagen sein als eine Formulierung. Da könnt ihr aber auch speziell darauf achten, bevor ihr euren Darlehensvertrag mit dem Banker unterschreibt. Dann könnt ihr zum Beispiel, wenn die Zinsen auf 6-7% gestiegen sein sollten, halt vorher noch ein wenig Geld in den Darlehensvertrag stecken und damit die Restschuld reduzieren. Was in jedem Fall extrem wichtig ist, ist, dass ihr diesen Zeitpunkt sauber vorbereitet, jetzt schon, wenn ihr eine Wohnung kauft, indem ihr euch dieses Risiko jetzt schon ausrechnet. Ihr solltet also kalkulieren, welchen Zinssatz kann ich mir am Ende meiner Darlehenslaufzeit leisten in 10, in 15 Jahren, ohne dass ich auf eine Rate rutsche oder in einen Bereich des monatlichen Überschusses oder der Unterdeckung rutsche, die für mich nicht mehr komfortabel ist. Ihr könnt da eigene Berechnungen anstellen, ihr könnt auch gerne das Tool benutzen, was wir für die Kalkulation gebaut haben. Da wird das direkt mit einem Knopfdruck ausgewiesen. Ich glaube, das waren die wichtigsten Punkte aus meiner Ecke. Ja, Marco, hast du noch was? genau. Ja, einfach nur zusammenfassen. Also das Thema ist tatsächlich sehr, sehr entscheidend. Es gibt viele, viele Risiken, die dann doch irgendwie keine sind. Das ist tatsächlich ein ernstes, wichtiges Risiko, das ihr im Blick halten müsst, dass eure Finanzierung eben wirklich auf lange Sicht aufgeht. Also behaltet es im Blick, dass ihr eben euren Kredit, wenn er ausläuft, auch wirklich noch bezahlen könnt. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns über Fragen, Kommentare und auch gerne Likes, wenn euch das Video gefallen hat. Dankeschön, macht's gut. Ciao.